So, ja, jetzt bin ich etwas außer Atem. Willkommen zu diesem Video. Ja, es soll mal wieder um meinen Lesemonat gehen, diesmal von dem Monat Juli. Und ich kann es schon wieder vorweg sagen, es lief wieder super. Am Thumbnail konnt ihr es vielleicht sehen. Das war ein bisschen anstrengend. Aber ich habe eine Menge Bücher gelesen, dafür, dass ich eigentlich gar keine Zeit dafür hatte. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Okay, da waren ein paar etwas dünnere Bücher, da muss man ja ehrlich gesagt dazu sagen. Ja, kurze Statistik. Also ich habe jetzt insgesamt 14 Bücher gelesen. Ja, also ich habe insgesamt 14 Bücher gelesen mit einer Gesamtseitenzahl von 4626. Und das waren pro Tag ungefähr 149 Seiten. Das war dieses Jahr auch nicht mein stärkster Lesemonat, aber ich fand dafür, dass der Juli eigentlich ja keine Feiertage und nichts hatte, war das auf jeden Fall sehr gut. Ja, ich habe auch so zum Überblick tatsächlich größtenteils deutsche Bücher gelesen. Ich habe ein einziges englisches gelesen. Die meisten waren Hardcover, ich habe zwei Taschenbücher gelesen und ich habe insgesamt vier Hörbücher beendet. Die Bewertungen waren sehr durchschnittlich. Also ich habe kein einziges Buch mit 5 Sternen gehabt. Dafür ewig viele mit 4 Sternen und nur 2 mit 3 Sternen. Also so gesehen war es jetzt nicht schlecht, sage ich jetzt mal. Ja, aber die Mega-Highlights waren jetzt auch nicht dabei, aber sehr viele sehr gut. Also es hat Spaß gemacht, das zu lesen. Ja, ich fange einfach mal mit Hörbüchern an, weil die jetzt hier oben aufliegen. Und zwar habe ich dieses Buch hier gehört, Die wirkliche Wahrheit von Dan Gemeinhardt, gelesen von Andreas Steinhöfel und Birte Schneug. Das ist auch ein ungekürztes Hörbuch. Das Buch ist im Königskinder Verlag erschienen. Ich hatte das auch schon mal irgendwie auf meiner Wunschliste und ja, da habe ich gesehen, dass es davon ein Hörbuch gibt. Und ich, ja, ich hatte halt ein bisschen knapp mit Hörbüchern den Monat, weil. Ich habe halt jeden Monat ein Audible-Guthaben und ja, wenn ich da nicht noch extra was kaufen möchte, habe ich halt nur ein Hörbuch. Das reicht aber nicht. Und deswegen hatte ich das hier mir bei eBay gebraucht gekauft und dann auch gehört. Das ist auch nicht sehr lang gewesen. Es war nur 260 Minuten. Aber es war auf jeden Fall großartig. Hier geht es eigentlich um einen kleinen Jungen, der schwer krank ist, also er hat Krebs und ja, das fängt eigentlich gar nicht so mit der Krankheit an, sondern der Junge läuft quasi von zu Hause weg, weil er gerne einen Berg besteigen möchte. Und er nimmt auf diese Reise seinen kleinen Hund Bo mit. Ja, und dann erlebt er so einiges auf dieser kurzen Strecke. Das fand ich auf jeden Fall grandios. Das ist, jetzt, wo es eh schon so warm ist, muss ich auch noch den Akku wechseln. Halleluja. Okay, auf jeden Fall war ich jetzt bei der Geschichte. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Habe ich insgesamt 4 Sterne gegeben. Es war recht kurz. Aber ich fand auf jeden Fall, ja, also es ist ein eigentlich recht fröhliches Buch, was aber trotzdem zum Nachdenken anregt. Also hier gibt es so ein paar Stellen, da wird man auch selber überlegen, was würde ich jetzt tun an der Stelle, würde ich so handeln. Und ich muss auch sagen, das war tatsächlich eines der wenigen Bücher, wo ich tatsächlich mal so ein Tränchen im Auge hatte. Auch das hat es geschafft. Ja, trotzdem ist es halt nicht so mega Depri oder so, wie es halt häufiger bei Secret, also bei Büchern über Krankheiten ist. Und das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Also das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Dann habe ich folgendes Hörbuch gehört. Und zwar Gut gegen Nordwind. Ja, von Daniel Glattauer. Das ist gelesen von Andrea Sawatzki und Christian Berkel. Finde ich als Hörbuch grandios umgesetzt. Also die beiden Sprecher waren sehr gut. Also der eine hat halt den männlichen Part gesprochen und die Frau halt den weiblichen. Und das machte die ganze Sache auch extrem unterhaltsam, fand ich. Ja, und sagen wir mal so, bis kurz vor Schluss. ja, da gab es halt dann einige lustige Stellen so zwischendurch, wo man auch recht schmunzeln oder lachen konnte oder keine Ahnung was.
Aber so alles in allem fand ich irgendwie, bewegten sich die Charaktere irgendwie im Kreis. Also das Ganze besteht ja aus so einer E-Mail-Korrespondenz zwischen zwei wildfremden Leuten. Und ja, die schreiben sich immer E-Mails und dann möchten sie eigentlich auch über den anderen wissen, aber dann wollen sie es doch nicht schreiben und dann wollen sie es doch schreiben und dann nicht und dann doch und dann nicht und dann, ja, wollen sie sich treffen, dann wollen sie sich nicht treffen, dann wollen sie sich treffen, dann wollen sie sich nicht treffen, dann wollen sie sich treffen, dann wollen sie sich nicht treffen. Ja, so ungefähr geht die Story weiter. Dann geht einer irgendwann dann total auf den Keks, also mir. Und dann das Ende. Es fand ich scheiße. Ich habe ja selten Enden, wo ich sagen muss, die finde ich total grottig. Aber das Ende fand ich total grottig. Also, das wird noch übertoppt von hier das Buch Clan der Vampire, was ich mal gelesen habe, wo ich gedacht habe, die Schriftstellerin hat mitten im Schreiben des Satzes den Füllefederhalter fallen lassen und aufgehört. Und hat Buch zugeklappt. Das war's. Ohne irgendein sinniges Ende. Ohne irgendeinen Abschluss. Also es gibt ja offene Enden. Es gibt offene Enden, wo man sich dann selber noch mal denken kann, keine Ahnung was. Und es gibt nicht vorhandene Enden. Also jetzt, vielleicht für die, die es interessiert, hier gibt es tatsächlich auch noch einen zweiten Teil von. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock, im zweiten Teil zu lesen. Der soll halt so ähnlich weitergehen wie der hier, also wahrscheinlich wieder ein Hin und Her, Hin und Her, Hin und Her, Hin und Her. Ohne dass irgendwas dabei rumkommt. Das Gute ist, es war auch nicht so besonders lang. Auch das hatte 288 Minuten. Ja, also das ist auch dem geschuldet, dass ich auch tatsächlich vier Hörbücher durchgehört habe, weil die zwei Stück sehr kurz waren. Was soll ich dazu sagen? Hat auf jeden Fall tatsächlich drei Sterne von mir gekriegt. Und hier ist nochmal das passende Buch dazu. Also die Reihe werde ich schon mal nicht fortsetzen. Also, ja. Zumal ich das eigentlich auch als Einzelband gekauft und gelesen habe. Ich habe erst später festgestellt, dass das zwei Bände sind. Naja. So. Also es ist jetzt nicht so ganz chronologisch, weil ich tatsächlich die zuletzt gelesenen hier zu oberstes liegen habe. Und zwar habe ich noch gelesen Die Welt zwischen den Zeilen von Jackie Felgut. Und das war so am Ende des Monats, hatte ich irgendwie noch Lust, da hatte ich irgendwie noch ein Wochenende Zeit und wollte irgendwie was Kurzes, Unterhaltsames lesen sozusagen. Und da habe ich dann eben noch mit einem Buch von Jackie. Ja, das fand ich auf jeden Fall interessant, weil das ist das erste Buch von ihr, was halt so ein bisschen Fantasy-Elemente, was heißt ein bisschen, also was Fantasy-mäßig ist. Und zwar geht es da eigentlich um ein Mädel, das ja eigentlich in Bücher beziehungsweise in ein ganz bestimmtes und zwar in Aschenputtel reingezogen wird sozusagen. Und an der Geschichte teilhaben kann, beziehungsweise die auch beeinflussen kann und mit den Charakteren halt kommunizieren kann, sozusagen. Ja, und wie das halt so ist, verliebt sie sich dann auch. Und es gibt aber auch ein bisschen, es gibt also quasi eine Storyline in der jetzigen Welt, sozusagen, und eine Storyline sozusagen im Märchen. Ja. Fand ich auf jeden Fall sehr schön, hat mir wieder sehr gut gefallen. Hier war halt wieder so ein bisschen das Problem der besonders kurzen Bücher, das hat glaube ich 200 Seiten oder was, dass halt so ein paar Charaktere immer zu kurz kommen. Also da gab es gute Nebencharaktere, die teilweise auch nur erwähnt wurden oder halt nur so eine Seite kriegten und dann waren sie wieder weg und da habe ich mir gedacht, die hätten eigentlich ein bisschen mehr verdient. Also ich finde den Schreibstil ist ja auch mal locker, leicht und unterhaltsam und ja, ich könnte das auch länger lesen. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich habe das Buch auch an einem Tag ausgelesen. Ja. War auf jeden Fall wieder ein gutes Buch von ihr. So, dann habe ich ein Kinderbuch gelesen. Und zwar war das ja ein Trödelmarktfund von mir und zwar Das kleine Gespenst von Ottfried Preußler. Ja, ich habe ja die Kinderbücher als Kind nicht gelesen. Und hatte mir dann irgendwann mal die kleine Hexe geholt und das mal ausprobiert. Und jetzt habe ich halt das kleine Gespenst gefunden auf dem Trödelmarkt und habe ich das auch gelesen. Das war auch wieder super putzig. Also, ja, der hat ja so einen Erzählstil und so Charaktere wie das kleine Gespenst, die einfach irgendwie so total knuffig und süß rüberkommen. Und das ist alles so putzig. Und ja, da passieren halt auch so ein paar Abenteuer sozusagen. Also es ist auch ein bisschen Action so da drin, aber es ist halt alles so niedlich. Und das fand ich diesmal auch. Und da sind auch wieder sehr viele Illustrationen drin. In Schwarz-Weiß allerdings.
wo ich finde, wo das Gespenst eigentlich noch ein bisschen putziger rüberkommt als jetzt hier auf dem Bild, weil das ist so das Filmcover. Ja, also das ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Habe ich euch auch 4 Sterne gegeben. Also eigentlich habe ich fast allen 4 Sterne gekriegt, außer Gut gegen Nordwind und. Ah, okay, noch ein weiteres Buch hat nur 3 Sterne gekriegt. Ebenfalls ein Buch, wo ich irgendwie spontan Lust zu hatte. Das hatte ich ja schon mal in einem Trial Chapter angefangen. Jeder Tag kann der schönste in deinem Leben werden. Auch das fand ich erstaunlich unterhaltsam. Ich hatte ja nicht so hohe Erwartungen daran. So, mal wieder eine Unterbrechung. Das Buch habe ich noch gelesen. Da waren meine Erwartungen ja nicht so hoch. Dafür war das Buch dann eigentlich recht gut. Also ich habe echt erwartet, dass das irgendwie döver wäre. Ein bisschen genervt hat mich diese ständige Wiederholerei, muss ich ehrlich sagen, weil die Hauptperson im Buch vergisst halt immer alles wieder seit ihrem 10. Lebensjahr. Also alles, was davor war, das weiß sie noch. Also wer ihre Eltern sind, wer ihre beste Freundin war, wo sie wohnt und so. Aber alles danach vergisst sie immer wieder und jeden Tag liest sie ihr Tagebuch und liest ihre, was sie sich auf die Arme geschrieben hat, auf Zettel geschrieben hat und so, und erinnert sich so daran, was vorher passiert ist. Und wir als Leser kriegen das halt auch jeden Tag mit. Und es fängt halt damit an, dass sie halt tatsächlich ganz am Anfang schon einen Jungen küsst am Strand. Und diese Erinnerung bleibt ihr erhalten und seitdem, ja, verfolgt sie halt so ein bisschen diesen Jungen, und das Ganze geht auch so in Richtung Roadtrip-mäßig. Was ich eigentlich sehr unterhaltsam fand, dieses ganze Reisen und an fremde Orte kommen und so, das fand ich echt gut. Also so die Krankheit ist jetzt nicht besonders realistisch. ja, aber der Rest war halt sehr unterhaltsam. Und ja, also die Liebesgeschichte stand zwar am Anfang vor allen Dingen im Fokus, aber es war eigentlich gar nicht das Hauptthema. Dann hing es eigentlich um ganz andere Dinge und das fand ich daran halt sehr schön. Es ist auch relativ kurz, es ist gut zu lesen, die Kapitel sind nicht so lang. Ja, das fand ich auf jeden Fall auch gut, das hat auch 4 Sterne gekriegt. So, dann habe ich noch ein Buch aus dem Königskinder Verlag gelesen. Also diesen Monat waren, glaube ich, 4 Stück dabei. Und zwar Jane und Miss Tennyson. Das habe ich auch tatsächlich an einem Tag durchgesuchtet, obwohl es relativ dick ist. Aber es sind ja so kleine Bücher, also die sind kleiner als normale. Und das ging auf jeden Fall auch sehr gut zu lesen. Da geht es um Jane, und Jane ist halt auch ein Jane Austen-Fan. Und darauf spielt so der Titel ein bisschen an. Und ja, sie kriegt halt sozusagen einen neuen Ziehbruder, der eigentlich ihr Cousin ist, aber bei ihnen einzieht. Und der geht auf die gleiche Highschool wie sie. Und sie, ja, baut quasi so eine Beziehung zu ihnen auf und wird auch ihr Leben an der Highschool ganz normal beschrieben. Und der Ziehbruder hat halt ein Talent für Football. Und dadurch kommt sie halt auch mit den Sport in Kontakt und mit einem Footballspieler aus ihrer Jahrgangsstufe. Und ja, da wird dann halt auch eine Beziehung sozusagen aufgebaut. Also ich fand das sehr gut, dass es hier auch so viel um die Familie ging. Und dass halt nicht alle Highschool-Klischees hier ausgepackt wurden. Das fand ich auch sehr gut. Ja, deswegen fand ich das. Hat von mir auch 4 Sterne gekriegt, genau. Und dann ein Buch, was ich etwas schwieriger fand, und zwar Die Anarchie der Buchstaben von Kate Goldie. Das ist auch aus dem Königskinder Verlag. Das ist nicht besonders dick. Und hier geht es eigentlich um Demenz. Es geht um ein Mädchen, aus dessen Sicht das auch beschrieben wird. Die ist noch relativ klein, ich glaube 9 Jahre oder so. Und ihre Oma hat Demenz und sie geht die immer im Heim sozusagen besuchen, weil es wird nicht ganz klar, aber das Mädchen hat irgendwie auch so ein paar Probleme. Also sie wird immer, muss immer sehr viel betreut werden. Also sie hat von morgens bis abends irgendwelche Kurse und Aufgaben und Kindermädchen, keine Ahnung was. Und dann haben sie halt dann für einen Nachmittag keinen Aufpasser sozusagen für sie, und dann geht sie halt immer in dieses Heim und besucht die Oma. Und mit der zusammen und den anderen Heimbewohnern bastelt sie quasi ein Alphabetebuch. Und dadurch, dass sie alle so ein bisschen verwirrt sind und sie das eigentlich auch nicht so, ja, ihr das eigentlich auch egal ist, wenn alles ein bisschen durcheinander ist. Ja, wird das auch
jeden Fall sehr knuffig. Also es ist eigentlich sehr knuffig erzählt, es ist so aus einer kindlichen Sicht erzählt. Das Thema ist aber schon ernsthaft und ich finde auch für Kinder vielleicht doch ein bisschen zu hochgestochen erzählt. Also es ist ein bisschen schwierig, weil halt viel umschrieben wird und viel, ja, halt nicht klar ersichtlich wird. Also man erfährt nie klar, was es mit dem Mädchen auf sich hat. Und solche Sachen, das muss man halt viel erläutern oder sich denken oder keine Ahnung, was finde ich jetzt für Kinder schwierig. Ja, für Erwachsene ist es halt relativ kindlich dann wieder. Schwierig. Zusätzlich sind hier auch noch einige Bilder drin, die eigentlich auch ganz knuffig sind, die sind halt auch so ein bisschen chaotisch. Passt auch zu dem Thema und ja, aber wie gesagt, ich konnte das irgendwie nicht so richtig entscheiden, ob es jetzt für anspruchsvoll für Erwachsene sein soll oder kindlich für Kinder. Ja, vielleicht hat ja noch irgendjemand das auch gelesen und konnte sich da eher einen Reim drauf machen. Ja. Und dann habe ich mein dickstes Buch tatsächlich diesen Monat gelesen. Und zwar war das Septimus Heap Magic, der erste Band der Reihe von N.G. Sage. Und der hat tatsächlich über 500 Seiten. Allerdings muss man hier sagen, auch hier sind die Kapitel relativ kurz. Es gibt also immer viele. Also Kapitel Anfangsseiten, wo auch teilweise so kleine Bilder drin sind, die ich auch sehr gut fand. Die Bilder fand ich auch sehr hübsch. Es gibt auch eine Karte ganz am Anfang. Und das spielt eigentlich in so einer Fantasy-Welt. Und es geht eigentlich um, ja, um ziemlich viele Charaktere, ehrlich gesagt, aber auch um die Familie Heap. Und zwar ist der Vater der Familie Heap der siebte Sohn. Und ja, er hat selber quasi 6 Söhne und ganz am Anfang bekommt er quasi auch einen siebten Sohn. Septimus ist dann der Sohn, der ist halt der siebte Sohn des siebten Sohns. Und die Familie hat halt Zauberkräfte, also in dieser Welt gibt es Zauberer und normale Menschen und die gehören halt so zu den Zauberern, sind aber nicht sehr hochgestellt, also sie sind vom Ansehen her eigentlich sehr niedrig eingestuft. Und ja, das Land wird quasi von einem, ja, bösen Regenten sozusagen regiert, der halt die Zauber so ein bisschen unterdrückt und ja, und dann gibt es noch einen Oberbösewicht, der auch noch am Ende kommt und dann müssen die halt fliehen und dann versuchen sie den zu bekämpfen. Ja, es ist auch sehr actionreich. Es kommen extrem viele Charaktere vor, die auch sehr knuffig beschrieben werden und es gibt auch viele Details aus dieser Welt, die halt auch ausführlich beschrieben werden, was ich eigentlich sehr gut finde. Ich finde dieses Worldbuilding halt immer wichtig. Also mir gibt das halt was, wenn ich halt genau weiß, in was für einer Welt hier so leben. Natürlich ist das jetzt nicht so die mega krasse Welt, also nicht hier wie, keine Ahnung, Westeros oder so. Also es beschränkt sich eigentlich um, also auf eine Stadt sozusagen mit einer Burg und so ein bisschen so die, ja, die Gegend so darum herum sozusagen. Also es geht jetzt hier nicht auf große Reise rund um die Welt mit tausend Städten oder sowas. Das beschränkt sich eigentlich so größtenteils auf zwei Orte, also diese Stadt mit dieser Burg und nochmal ja, so eine, eigentlich so eine Hütte außerhalb. Ja, es geht auch um mehrere, also es gibt mehrere Zeitsprünge halt, also wenn Septimus geboren wird und später, wo der halt älter ist und die Familie und so. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr gut, es lässt sich auch sehr leicht lesen, ist auch ein bisschen was für Jüngere, deswegen habe ich es auch gelesen, weil ihr solltet ja Middle Grade sozusagen Buch lesen. Also es ist nicht so mega anspruchsvoll, ich finde es auch. Also ich fand halt die Charaktere fand ich eigentlich sehr knuffig und die Welt fand ich sehr knuffig. Die Story war jetzt so ein bisschen, naja, nichts Außergewöhnliches, sage ich jetzt mal. Aber es ist tatsächlich der Auftakt einer längeren Reihe. Also ich habe auch den zweiten Band noch hier. Die werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen. Aber es hat auch 4 Sterne von mir bekommen. So war wieder ein Signet, weil ich davon nicht genug kriegen kann. Ja. Ein Teil von uns von Kira Gambry. Ja, also hier geht es in dem Buch eigentlich auch um 2 Jugendliche, und zwar der Junge hat ein Nierenleiden und braucht eine Spenderniere. Und das Mädchen ja, spendet quasi unfreiwillig ihre Niere, beziehungsweise eigentlich freiwillig, aber sie wollte sie eigentlich ihrer Tante spenden. Aber die Tante verstirbt, bevor das halt funktioniert. Und so spendet sie halt ihre Niere, beziehungsweise ihre Niere ist dann schon entnommen. Kann halt nicht mehr zurückgetan werden. Und dann bekommt halt der Junge ihre Niere, weil er halt auch auf der Warteliste steht. Ja, da die halt im gleichen Krankenhaus sind, kriegt dann halt der Junge mit, dass sie halt
die Mira gespendet hat und möchte ihr quasi irgendwie was Gutes tun sozusagen. Und dann ja, überredet er sie halt so eine Reise nach Australien. Also das spielt so, ja, Hälfte, Hälfte, also Hälfte hier würde ich mal sagen und Hälfte Australien. Und das war auch sehr unterhaltsam geschrieben. Also ich finde den Schreibstil von Kieran Gamble echt sehr lustig und locker und fröhlich. Also auch viel fröhlicher als das Thema jetzt vielleicht vermuten lassen würde. Finde ich auch sehr gut. Also es ist nicht zu Depri. Und ja, es hat eine sehr positive Grundeinstellung, obwohl es halt auch mit schwierigen Themen hier umgegangen wird. Fand ich halt alles in allem auch sehr unterhaltsam. Und die Charaktere fand ich auch ganz knuffig, muss ich sagen. Also hat auf jeden Fall auch 4 Sterne von mir bekommen. Also ist jetzt nicht, ja, warum ich den Büchern keine 5 Sterne gebe, weil die, also die unterhalten mich. Ich finde sie ganz gut, aber ich sage jetzt mal, sind jetzt keine Bücher, die jetzt mein Leben verändert haben oder die ein neuer Höhepunkt in meinem Leseleben sind, sozusagen. Oder irgendwie sowas. Also die sind halt gut, sie unterhalten mich, deswegen kriegen die 4 Sterne und das ist eigentlich immer, ja, ein gutes Zeichen. Ja, auch ein Buch, was ich tatsächlich als Hörbuch gehört habe, obwohl ich es halt so hier habe, aber ich habe halt einen größeren Durchsatz an Hörbüchern. Und zwar Diabolik von S.J. Kinkade. Ja, das war ja eins von meinen 5-Sterne-Vorhersagen gewesen, weil halt alle so davon schwärmen, weil das großartig finden. Also vorweg, von mir hat es nur 4 Sterne bekommen. Also ich hatte so meine Probleme hier mit dem Buch. Ja, also zum einen, das hatte ich glaube ich auch schon mal in Currently Reading gesagt, da habe ich mich auch so ein bisschen darüber aufgeregt, fand ich die Welt halt total unlogisch. Also ich hatte so null Sinn ergeben. Und ich lege ja immer ein bisschen Wert aufs Worldbuilding, ne? Also erstmal spielt das ja irgendwie so in der Zukunft, auf Raumschiffen, im Weltall, alles so Sci-Fi-mäßig. Und die herrschenden Menschen sozusagen benutzen zwar ungefähr 10 Trillionen Tonnen an Technik, aber verachten selber die Technik. Also es wird nicht weiter geforscht, es wird keine ausgebildet, also es wird kein Unterricht gegeben in Technik, Mathematik oder sowas. Aber sie benutzen sie. Ja, und damit das dann nicht zu logisch ist, ist dann erklärt worden, dass die Menschen früher haben das so gut entwickelt, die ganze Technik, dass sich die Technik selber repariert. Also es gibt Roboter, die die Raumschiffe reparieren und Roboter, die wahrscheinlich die Roboter reparieren. Und wer die Roboter repariert, weiß ich nicht. Vielleicht die Raumschiffe. Nee, da komme ich irgendwie immer noch nicht klar. Muss ich ehrlich sagen. Also das fand ich sehr anstrengend. Ja, zum anderen ist das halt so eine. Ja, also gibt es quasi so einen Imperator, so einen Königshof sozusagen. Und dann gibt es halt so genmanipulierte Wesen. Also Genforschung machen sie zwar nicht, aber die haben halt 1000 genmanipulierte Menschen. Da, kein Problem. Auf jeden Fall gehört Diabolik, beziehungsweise Nemesis, gehört dazu. Und zwar zu den Diabolik-Menschen sozusagen, die sind eigentlich nur darauf trainiert, gute Kämpfer zu sein, nicht zu sterben und die werden also sozusagen so als Bodyguards verkauft an Menschen, die dann halt die als Bodyguards benutzen für sich. Strange, aber egal. Das war so gut. Und ja, aber irgendwann werden halt diese Diabolics abgeschafft, warum auch immer. Weil war doch keine gute Idee, keine Ahnung. Und sollten irgendwie getötet werden. Und Nemesis wird quasi von ihren Besitzern versteckt. Und diese ja, Besitzer von ihr, also die Familie ist quasi so ein Unterkönigshaus-mäßig, weil die herrschen irgendwie über irgendwelche Planeten vom großen planetarischen Kaiserreich, keine Ahnung. Ja, und die sind halt so ein bisschen im Krieg mit den Imperatoren, mit den Oberherrschern. Und der bestellt dann halt die Tochter von denen quasi an den Hof, damit er sie da
als Geisel sozusagen benutzen kann. Und die Eltern denken, ha, das machen wir lieber nicht. Und wir schicken lieber die Nemesis dahin, weil es ist ja ein Diabolik, der kann ja eh nichts passieren. Die kann dann so tun, als wäre sie die Tochter, und wenn sie stirbt, ist das ja nicht so. So weit, so gut. Und dadurch kommt Nemesis halt in den Hof und spielt sozusagen Adelige, keine Ahnung. Ja. Und dann, finde ich, nimmt das schon wieder so eine Richtung Klischee-Jugendbuch, wo irgendeine Tussi als Prinzessin verkleidet sozusagen an den Hof kommt und sich dann irgendwelchen Festen und Bällen und hübschen Kleidern hingibt und irgendwelche Intrigen da aufdeckt und sich natürlich an den Prinzen verliebt. Ja. Also das war schon wieder so. Da hätte ich mir echt mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Also da das so angepriesen ist und dass ja auch interessante Charaktere sein könnten, weil es halt so genmanipulierte Menschen sind. Was dann wieder so 0815. Also es ist wie, keine Ahnung, wie Grisha, wie Selection, wie tausend andere Bücher, die genauso quasi spielen, nur dass es diesmal im Raumschiff, im Weltall ist und nicht auf der Erde oder in irgendeiner Dystopie oder wie auch immer, weil dieses gleiche Schema immer wieder. Ein bisschen anstrengend. Ja. Also, wenn man sein Gehirn ausschaltet und nichts gegen Klischees hat, ist das ganz unterhaltsam für so ein Jugendbuch. Aber es ist nicht 5 Sterne wert. Also ich muss mal gucken, ob ich da, wie ich da weiterlese. Also das ist jetzt nicht meine Hauptpriorität, muss ich ehrlich sagen. Also da war meine Erwartung echt höher. Das war vielleicht auch schlecht. Wenn man so hohe Erwartungen hat, dann ist man so enttäuscht. Ja, dann gehen wir zu einem anderen Sci-Fi, wo ich gerade dabei bin, Abenteuer. Und zwar The Fractured Light von Amy Kaufman und Megan Spooner. Das ist der dritte Teil der Starbound-Reihe. Das ist hier in deutschen These Broken Stars. Ja, also hier geht es eigentlich vordergründig um. Hier heißen sie Gideon und Sophia. Also, das ist der Vorteil bei den deutschen Büchern, stehen haben als Untertitel drauf. Also, um Sophia und Gideon geht es. Sophia haben wir auch schon mal kurz im zweiten Band kennengelernt. Und Gideon kennt man so am Rande so ein bisschen. Also da wird die Beziehung noch aufgedeckt. Es kommen auch die Charaktere halt aus den ersten beiden Büchern wieder vor, weil klar, weil hier laufen jetzt sozusagen die Erzählstränge zusammen. Ist so ähnlich wie bei den Illuminae Files. Gibt es schon so ein paar Parallelen. Also ich würde sagen, wer die Illuminae Files so von der Story her halt sehr gut fand, also jetzt mal abgesehen von der ganzen Aufmachung, der wird auch mit der Story gut klarkommen. Also das gibt es, also man merkt hier, dass die Amy da an beiden mitgeschrieben hat. Also da gibt es schon Parallelen. Und ja, auch hier gibt es natürlich wieder eine ganz knuffige Liebesgeschichte und hier ist natürlich auch wieder extrem viel Action. Also das war ja bei den Illuminae Files nicht anders. Also hier gibt es ja gibt's eine Katastrophe nach der anderen und eine Flucht und eine Verfolgungsjagd und halt es passiert immer was. Und das fand ich auch hier wieder sehr gut. Und es gibt halt natürlich so einen Showdown, wo halt dann alles so zusammenläuft. Und ja, das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Ein sehr guter Abschluss der Reihe. Das Ende hat mir auch gut gefallen. Ich finde auch gut, dass halt jeder Charakter noch so seine Zeit bekommt. Und man halt erfährt, wie es denen ergangen ist in der Zeit, wo man halt mit einer Charakter irgendwann das war. Sozusagen. Ja, das hat mir also auch sehr gut gefallen. So ein bisschen wie Illuminae Files, nur ohne die schöne Formatierung. So, dann habe ich jetzt den dritten Band der True North-Reihe gelesen von Sarina Bone. Auch den fand ich wieder sehr knuffig. Also man fliegt, also die Bücher sind ja relativ dick, muss man ja sagen, aber da fliegt man auch irgendwie durch die Seiten. Das war auf jeden Fall nicht schlecht. Also hier geht es diesmal um Lark, die quasi die beste Freundin von der Tochter der Familie Schipleder ist und die hat halt Schlimmes erlebt und kommt quasi auf den Hof und ja, muss sich da quasi so ein bisschen wiederfinden, erholen etc. Und deshalb sind wir auch in dem Buch sehr viel auf der Farm, was ich wieder sehr gut finde.
Und so, ja, damit kommen wir zu einer Unterbrechung diesem Video. Ja, mir fand ich es wieder sehr knuffig, dass halt wieder sehr viel auf der Farm war, dass man sehr viel mit den, ja, mit der Arbeit auf der Farm und mit der Apfelplantage und keine Ahnung, was da so zu tun hat. Das fand ich wieder sehr knuffig. Man erfährt auch über die anderen Familienmitglieder der Familie wieder etwas, wie es denen so ergeht und ergangen ist. Und es geht halt um Lark und um Zack, genau. Also hier geht es um Zack und den kennt man auch schon aus dem ersten Band, glaube ich, weil er lebt halt da auf der Farm. Ja, also das fand ich auch sehr knuffig. Also die haben wieder ihre Problemchen und keine Ahnung was und ihre seltsamen Geschichten, Vergangenheit. Und alles in dieser Farm-Atmosphäre. Deswegen fand ich das wieder sehr knuffig. Allerdings ist damit die Reihe nicht beendet, denn es geht noch weiter. Ich glaube, irgendwann dieses Jahr, im Herbst oder so, kommt der nächste Teil raus. Achso, jetzt das vorletzte Buch sozusagen. was ich gelesen habe, und zwar Der Geruch von Häusern anderer Leute von Bonnie Sue Hitchcock. Auch das war wieder ein Königskinderverlagsbuch. Ja, die Geschichte war echt mal wieder was anderes. Also ich finde bisher die Geschichten, die ich zumindest gelesen habe, sind halt immer ein bisschen weiter weg von Mainstream sozusagen. Und hier fand ich halt sehr schön, dass es irgendwie in Alaska spielt. Also man kriegt viel von der Bevölkerung und dem Leben dort mit. Es spielt auch nicht in der heutigen Zeit, sondern irgendwie in den 70er, 80er Jahren. Also es gibt noch keine. Nicht jeder hat ein Handy oder ein Tablet oder was weiß ich. Und es geht eigentlich so um verschiedene Jugendliche, die in verschiedenen Familien unterschiedlich halt aufwachsen, weil die einen sind halt reicher, die anderen weniger, die einen haben noch Eltern, die anderen nicht, sind irgendwie adoptiert oder sonst was. Und ja, also es gibt relativ viele Perspektiven, es wird auch aus unterschiedlichen Perspektiven beschrieben. Dadurch kriegt man halt viel so von dieser Gesellschaft und von dieser. Ja, von diesem Land mit und dieser Zeit, wie es da gelebt wurde. Ja, und so die Zusammenhänge zwischen den Charakteren, also das gibt es halt, die treffen sich halt mal irgendwie zufällig und da passiert irgendwas und dann treffen sie später nochmal und dann wird das halt so ein bisschen ineinander verwoben. Das fand ich auch sehr gut. Ich fand halt so ein bisschen, kamen mir die Charaktere tatsächlich auch zu kurz. Also es sind relativ viele und so dick ist das Buch jetzt auch nicht. Und da fehlte so ein bisschen der Tiefgang in den Charakteren, fand ich. Also das war so ein bisschen der Nachteil des Ganzen. Andererseits war halt diese Welt mal was ganz anderes, einfach nicht. Es war was Außergewöhnliches und ja, das fand ich schon wieder gut an dem Buch. Ja, also wenn man ein bisschen ein anderes Contemporary-Jugendbuch lesen möchte, der kann das mal auf jeden Fall probieren. Ja, und das war jetzt mein letztes Buch, was ich zeigen kann. Ansonsten hatte ich aber noch ein Hörbuch gehört und zwar Fire in You. Das war der letzte Teil der Wait for You-Reihe. Und damit habe ich die Reihe tatsächlich abgeschlossen. Ja, das fand ich nicht schlecht, sage ich jetzt mal. Die Charaktere kennen wir auch schon aus den anderen Büchern. Das spielt halt später. Also die Charaktere, die wir aus den anderen Büchern kannten, die da die Hauptrollen gespielt haben, die sind halt teilweise schon älter. Ja. Was jetzt nicht so schlecht war, aber hat er so einen Zeitsprung, ist auch egal. Auf jeden Fall, ja, wird halt wieder so in diese Clique, diese Wait for You-Clique reingezogen. Trifft halt auch, ne, die Charaktere, die man schon kennt, wieder und erfährt so, wie es denen so ergangen ist. Und das war wieder sehr knuffig. Ich fand auch die Liebesgeschichte sehr putzig, obwohl, ja, so ein paar Sachen vielleicht nicht so ganz archäologisch gewesen. Was ja meistens so, also da muss ja irgendwie erstmal eine Katastrophe passieren, damit es, ne, was zu erzählen gibt und dann müssen sich die Charaktere extra doof verhalten, damit dann irgendwie das Ganze halt so seinen Lauf nehmen kann. Naja, so ist das. Auf jeden Fall war das trotzdem wieder ein sehr guter Band der Reihe und auch ein guter Abschluss, obwohl von mir aus könntest du noch weitere schreiben, sonst nicht. So, das war mein Lesemonat.
war wieder relativ lang. Ich muss mal gucken, wie viele Minuten das jetzt sind. Ich habe jetzt 1000 Unterbrechungen gehabt irgendwie. Vielleicht mache ich da auch 2 Videos raus oder so, keine Ahnung. Und ja, dann könnt ihr gerne mal schreiben, was ihr so gelesen habt, ob ihr welche von den Büchern schon gelesen habt. Schreibt auch gerne mal, ob ihr ein extra Video zu den Königskinder-Büchern und den Verlag haben möchtet, weil da bin ich nicht überlegen, ob ich eins mache. Ja, und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video.